hast aber harte Arschbacken. Zwei Berliner Lehrer haben Wochenende. Gary liefert seine Kollegin Charlie zu Hause ab. Charlie steht vor einer Entscheidung. Ist es mit Ende 20 an der Zeit, bürgerlich zu werden? Fester Freund, Kinder, elektrische Zahnbürste? Oder bleibt sie ganz unvernünftig beim Bierrausch? Hallo, ich bin Gary, hallo. Einen schönen Abend gehabt? Ja. Alles gut. Entschuldigung. Alles gut. Irgendwie die Schulter geknackt. Ein Film voll echter Momente, lebensnah und unmittelbar. Das allermeiste in Rückenwind von vorn ist improvisiert. Hätte ich so einen Mann mit so einem Rennrad. Manche Szenen sind, da steht wirklich nur ein Satz, eine Beschreibung von der Situation. Und dann holen wir noch was vielleicht ganz anderes am Set raus. Aber in manchen Szenen stehen tatsächlich auch schon angebotene Sätze. Also jetzt nicht so in Drehbuchform, aber dann steht halt vielleicht, sie kommt rein, Marco sagt, was ist los mit dir oder so, ne? Aber das ist eher wie eine Option. Wir müssen uns nicht daran strikt halten, aber es ist so ein bisschen... An dich will ich das ja auch gar nicht, dass sie dich dran halten. An dich möchte ich auch noch mal überrascht werden, durchaus. So, Gulasch, Rotkohl und Klöß. Bei Philipp Eichholz liegen zwischen Idee und ersten Drehtag manchmal nur wenige Wochen. So frei kann man nur drehen, wenn man auf Filmförderung verzichtet. Keiner, der reinquatscht, kein monatelanges Warten auf Entscheidungen, aber eben auch kein Geld für opulente Ausstattung. Ich bin jetzt ganz ehrlich, das geht gar nicht. Mann. Aber wir sind sehr gut eingespielt. Ich arbeite immer mit sehr kleinen Teams. Das heißt, meine Kamerafrau, Kameraassistent und Tonmann. Mehr haben wir nicht. Wir haben keine Maske, wir haben kein Kostüm am Set. Die Kostüme werden vor dem Dreh zusammengestellt und die Schauspieler verwalten ihre Kostüme selber. Und dann geht das auch. Also wenn das Team so klein ist, dann kann man auch wirklich irgendwie sich einfach auf das Wesentliche des Spiels konzentrieren. Das ist schön. Doch so echt sie sich anfühlen, so überschwänglich das Feuilleton sie auch lobt, seine Filme haben an der Kinokasse keine Chance. Philipp Eichholz fand woanders Geld. Er hat seine zwei letzten Filme an Netflix und Amazon verkauft. Ich wette, die einzigen Single auf diesem Platz sind wir. Das heißt, der Film ist in Brasilien, Kanada, Amerika, UK, Frankreich, überall zu sehen. Und dementsprechend ist aber auch die Resonanz, der Rücklauf, den ich bekomme auf die Filme. Online-Streaming-Dienste jetzt als die Zukunft des Kinos auszurufen, so weit würde Philipp Eichholz nicht gehen. Aber er ist stolz, dem System ein Schnippchen geschlagen und trotzdem die Ehre zu haben, auf der Berlinale zu laufen. Ich habe natürlich meinen fairen Anteil an Absagen schon bekommen in meinem Leben und habe das dann irgendwie nach kurzer Trauerphase und Selbstmitleid und mich ein bisschen selbst bemitleiden, halt wirklich dann eben in Energie umgewandelt, einfach jetzt erst recht. So, kann ich nur empfehlen. Eine Geschichte wie das Leben. Lustig, traurig, schwer und schön. Bleibst du ganz allein und